In diesen Tagen stehen NATO-Panzer 150 Kilometer von der Stadtgrenze von Leningrad entfernt. Meine Damen und Herren, ich bin 1987 der erste westliche Verteidigungspolitiker gewesen, der die Möglichkeit hatte, die Rote Armee zu besuchen. Und wir haben den Besuch in Moskau verbunden mit einem Besuch in Leningrad. Und das Erste, was wir gemacht haben, und ich finde, das gehört sich auch so, wir haben auf dem riesigen Gräberfeld in Leningrad einen Kranz niedergelegt, wo fast 1 Million Menschen beerdigt worden sind. Und welche Gegend in Europa hat nicht solche Gräberfelder als Ergebnis von 2 Weltkriegen? Und meine Damen und Herren, das muss man sich in Erinnerung rufen, wenn heute wieder für Krieg getrommelt wird. Wollen wir diesem Leid der Vergangenheit unendliches Leid für die Zukunft wieder hinzufügen? Das kann nicht unsere Aufgabe sein, und wir würden unserer Aufgabe auch nicht gerecht werden, und wir würden das Leben für unsere Kinder und Nachgeborenen unmöglich machen. Das muss verhindert werden. In jeder Bemerkung zu dem schrecklichen Putin haben wir gerade Wichtiges gehört. Den Satz enthält, dass ja Putin schließlich die Krim annektiert hat. Ja, dann weiß ich schon, da muss man gar nicht mehr diskutieren. Das ist Propaganda an und für sich. Ja? Es war nun mal keine Annexion, sondern es war die Unterstützung einer Sezession, wenn ich das außerhalb meines Vortrags sagen darf. Und eine Sezession ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker wird da wahrgenommen, das ist das Recht jedes einzelnen Bürgers mit anderen zusammen eine Sezession durchzuführen. Und jeder Staat dieser Welt ist nach dem Friendly Act von 1970, einstimmige Abstimmung in der Vollversammlung der Vereinten Nationen, verpflichtet, eine Sezession zu unterstützen, wenn die von dem Staat, aus dem sezidiert wird, unterdrückt wird. Das hat Wladimir Putin gemacht. Die Islamkämpfer aus Bayern offenbar überhaupt nicht stört, dass ausgerechnet die Türkei im ersten Halbjahr 2016 von Platz 25 auf Platz 8 der Bestimmungsländer deutscher Rüstungsexporte hochgerückt ist und dass auch Saudi-Arabien und Katar heute mit mehr deutschen Waffen beliefert werden als je zuvor. Was ist denn das für eine wahnwitzige Politik? Und da muss ich Ihnen sagen, wenn Sie den politischen Islam bekämpfen wollen, also hier ist ein lohnendes Betätigungsfeld, dann setzen Sie sich endlich gemeinsam mit uns dafür ein, Rüstungsexporte in islamistische Diktaturen und in Kriegs- und Spannungsgebiete zu verbieten. Das wäre überfällig, und da würden Sie sich tatsächlich verdient haben. Hallo, ich fange mal an mit einem relativ langen Zitat von einem gewissen Herrn Brecht. Der schlimmste Analphabet ist der politische Analphabet. Er hört nicht, er spricht nicht und er nimmt nicht an den politischen Ereignissen teil. Er weiß nicht, dass die Kosten des Lebens, der Preis der Bohnen, des Fisches, des Mehls, der Miete, des Schuhs und des Medikamentes von politischen Entscheidungen abhängen. Der politische Analphabet ist so dumm, dass er stolz ist und sich in die Brust wirft, um zu sagen, dass er Politik hasst. Der Schwachsinnige weiß es nicht, dass aus seiner politischen Ignoranz die Prostitution, der verlassene Minderjährige, der Räuber und der schlimmste von allen Verbrechern, der politische Betrüger, korrupte Lakai der nationalen und multinationalen Unternehmen resultiert. Herr Brecht hatte vor vielen Jahren, als er das hier gesagt hat, absolut recht, und wir befinden uns genau in wieder diesen Zeiten, dass viele Menschen sich von Politik abkehren und denken, nur durch die Abkehr würde es besser. Das wird es nicht. Ich bedanke mich bei allen, die hierher gefunden haben, denn es geht um euch. Die wir heute hierher gefunden haben,
haben einen Schwur, den wir hier auch schwören werden, dass wir ab jetzt keine politischen Analphabeten mehr sein werden, dass wir ab jetzt in unserem lokalen Umfeld politisch handeln, politisch denken und unseren Nachbarn, unseren Freunden in der Firma nicht hinter vorgehaltener Hand auf die Nerven gehen und sagen, engagier dich politisch. Und dafür könnt ihr euch selbst einen Applaus geben, weil nur darum geht es, Freunde. Das ist ja unglaublich. Wer war es? Ich glaube, der Henry Ford, schon vor langer Zeit, der hat mal gesagt, es ist gut, dass die Bevölkerung das Geldsystem nicht versteht. Würde sie es verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Das braucht aber eben mehr als einen Tag und eine Nacht, bis sie es verstehen oder bis mehr und mehr Menschen es verstehen. Dafür ist der Begriff von Joseph Huber, nämlich Vollgeld. Warum also finde ich diesen Begriff Vollgeld, Monetative, warum finde ich das in keinem einzigen Parteiprogramm, bei keiner Partei, auch nicht bei den Linken? Ja, das frage ich mich auch. Wollen wir es gemeinsam mal fragen? Warum ist das so? Das ist ein Tabuthema bis heute, einschließlich der Linken. Auch die Piraten haben es nicht gehabt, ja. Die ändern das. Herr Senf, ich finde nur die große Leistung der Großbanken, die große Leistung in einem System, was ich als kapitalistisch bezeichnet ist, dass die größten Kapitalisten von allen, die Großbanken, sich verspekulieren auf dem Spieltisch und sich nachher durch den Staat retten lassen, aber behaupten, das sei Kapitalismus. Das ist ja ein Zaubertrick, großartig. Das ist ja praktisch, zwischendurch machen wir Kommunismus, um uns retten zu lassen und bleiben aber dann kapitalistisch und sagen zu denen, die man enteignet hat, ihr habt über eure Verhältnisse gelebt und die Leute bleiben so trotzdem zu Hause, Herr Senf. Das verstehe ich gar nicht. Immer so, wie man es braucht. Ja, die gucken dann trotzdem bei der Sport und Fußball und sagen, ich verstehe das alles nicht. Man hat mich ausgeraubt, ich bin total empört. Bist du auch empört? Alles klar. Was kommt denn im Fernsehen? Oh, House of Cards. Können Sie mir das erklären? Nee, da waren wir ja vorhin. Da waren wir ja vorhin schon mal. Wer täglich damit beschäftigt ist, durch die Jagd nach den fehlenden Zinsen im Rahmen dieses ausbeuterischen Finanzsystems sein Überleben zu sichern, hat oft kaum noch die Muße oder die Kraft, sich mit den perfiden Rahmenbedingungen der sogenannten Ordnung zu beschäftigen. Man will aber trotzdem auf dem Laufenden sein und ist der irrigen Meinung, dieses durch die Nachrichten zu erreichen. Das Gegenteil ist wohl eher der Fall. Konzentrieren Sie sich lieber auf Ihre fünf Sinne und die eigene Intuition. Das ist mein Tipp. Mit dieser Eigenleistung erkennen Sie schnell die wirklichen Zusammenhänge. In unserer Gesellschaft werden wir in einer künstlich geschaffenen Dualität gehalten. Und das funktioniert bei nicht denkenden Menschen sehr gut im Interesse des Systems. Ich gebe zu, wir haben eine völlig irrsinnige Vision, dass wir mit friedlichen Mitteln, geradeaus, offen erklärt, konstruktiv, ohne Hass, ohne, wie soll man sagen, Respektlosigkeit menschlicher Art, unsere Dinge nach vorne bringen können und damit siegreich sein werden. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Vielleicht ist das tatsächlich so. Es gibt diesen Moment im Querdenken-Kongress im März, das können Sie googeln, da habe ich vor 600 AfD-Leuten eine Rede gehalten. Und dann habe ich das Finanz- und Geldsystem kritisiert und plötzlich klatschen alle 600 Beifall. Und da hatte ich ein Problem. Ich hatte ein Problem damit, dass diese Menschen, einfache Menschen, keine hohen Funktionäre, dass die das richtige Gedankenkostüm hatten, aber eins weiß ich ja, die Führung dieser Partei hat dieses Kostüm nicht. Die sind sich gar nicht einer Meinung. Aber wie Sie sehen, bin ich eben trotzdem hier und habe mich davon nicht zurückhalten lassen, denn alles andere wäre ja auch unlogisch. Denn wir sind hier ja nun mal nicht irgendein anderes Land. Und wenn man in England sagen darf, wir sind England, oder wenn ein amerikanischer Präsident sagen darf, Gott schütze die USA, dann darf man doch wohl auch in Deutschland sagen, wir sind Deutschland. Jetzt komme ich zu Griechenland, Irland, Portugal und Spanien. Und sage Ihnen, was Sie dort machen, Frau Bundeskanzlerin, ist eine Politik von Versailles. Ich hatte gehofft, wir würden aus Geschichte endlich lernen. Deutschland hat zu Recht den Ersten Weltkrieg verloren.
aber die Sieger konnten in Versailles nicht aufhören zu siegen und haben dann ganz enge und demütigende Bedingungen für Deutschland festgelegt. Das war nicht der einzige, aber ein Grund dafür, dass dann die NSDAP mit ihrem entsetzlichen Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus solchen Erfolg in Deutschland hatte. Und ich dachte, wir haben daraus gelernt. Aber was machen wir? Wir machen gegenüber Griechenland, Irland, Portugal und Spanien wieder eine Politik von Versailles. Sie verlangen Lohnsenkung dort, Rentensenkungen, Senkung der Sozialleistung, Rücknahme von Investitionen. Und die Frau Bundeskanzlerin hat es ja heute auch stolz gesagt, Griechenland soll öffentliches Eigentum im Wert von 50 Milliarden Euro verkaufen. Sollen sie auch noch die Akropolis verkaufen oder was stellen Sie sich eigentlich vor? Die Technokraten der Nazi-Gefahrenkoalition sind wieder an der Macht. Ihn hier haben wir schon erwähnt. 1956 wurde aus dem Kriegsverbrecher Fritz Temer der Aufsichtsratsvorsitzende der Nachkriegs-Bayer AG. Wenn Sie meinen, das ist schon empörend, dann schauen Sie sich mal diesen Vorgang an. Der juristische Chefplaner eines Europas unter der Nazi-IG-Farbenherrschaft, Walter Hallstein, wird 18 Jahre, nachdem er mit Hitler in Rom war und dort das Nachkriegs-Europa mit Mussolini zusammenplante, in derselben Stadt, in Rom, zum ersten Präsidenten der neuen EU-Kommission. 10 Jahre lang wurde er Architekt dessen, was Sie heute in Brüssel erleben. Und Sie wundern sich über mangelnde Demokratie? Und denke, dass erstmal wichtig ist für die Hintergründe, auch nochmal darüber zu diskutieren, wie kommt es eigentlich, dass wir in der heutigen Gesellschaft die Erwerbstätigkeit der Frau als das Allheilmittel anschauen, während jemand, der sich dazu entscheidet, Kinder zu bekommen und vielleicht sogar seinen Doktortitel derweil mal an den Nagel zu hängen, bis öffentlich diffamiert wird oder sich ständig rechtfertigen muss dafür. Und ja, so bieten wir verschiedene Fähigkeiten an, wie zum Beispiel die Fähigkeit, in herausfordernden Situationen ruhig zu bleiben oder rational zu denken. Dass wir einfach in der Lage sind, was bedeutet rationales Denken? Was sind die Bausteine des rationalen Denkens? Was ist der Prozess des rationalen Denkens? Ich denke, jede Person, jeder Politiker, also Abgeordnete, die über das Leben von Millionen von Menschen entscheiden, sollten eine bestimmte Schulung haben, so dass sie in der Lage sind, rationale Entscheidungen zu fällen. Und solche Sachen unterrichten wir. Oder wohlwollende Kommunikation. Wie können wir wohlwollend das, was uns jemand sagt, empfangen? Und wie können wir das, was wir ausdrücken wollen, wohlwollend kommunizieren? Da gibt es bestimmte Praktiken. Und Yoga ist eine Jahrtausend altbewährte Methode, die Menschen hilft, einfach ihr Wohlwollen, ihre Güte, ihre Rationalität auszudrücken und auch ihren Mut zu entfalten. Also die Fähigkeit, bestimmte Hindernisse zu überwinden, aus der inneren Mitte heraus. Das sind alles Fähigkeiten, die wir durch Yoga entwickeln können. Deswegen arbeiten wir im Individuellen, also durch persönliche Meditation und so weiter, und gleichzeitig auch im gesellschaftlichen, im sozialen und im politischen Bereich. Problematisch ist, wenn der Sklave seine wahre Macht erkennt und erkennt, dass ohne ihn überhaupt kein Rom bestände, dass ohne ihn niemand da wäre, der die Kraft hätte, die substanzielle Kraft hätte, um überhaupt die Versklaverei auch nur für Minuten weiter aufrechtzuerhalten. Das ist die Gefahr. Und an dieser Stelle gibt es auch Möglichkeiten, aufgefangen zu werden, dass der ein oder andere liebevoll dann verabschiedet wird, aber immer mit dem Hinweis, bitte nicht darüber zu sprechen. Ja. Diese Dinge haben wir auch bereits. Also es gibt eine wirkliche Veränderung auf so unterschiedlichen Ebenen und alles wird befeuert aus der energetischen Kraft der Verwandlung. Und der eine geht erst in diese eine Richtung, er sucht auf der Bühne in dem Karton und der andere woanders. Aber in Wahrheit musst du die Bühne verlassen
und erkennen, dass nur durch deine Anwesenheit auf der Bühne das Theaterstück läuft. Bis auf den Grund, welche Sprache spricht dein Herz, spricht es?